Oh nein, Koraidon kann doch nicht schwimmen. Katztastisch. Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Karmesin hier auf Katze. Es geht direkt los mit einem Kampf, würde ich sagen, oder? Hallihallo. Ich habe meine Hausaufgaben ganz vergessen. Wenn ich gewinne, schreibe ich bei dir ab, ja? Boah, ich habe meine Hausaufgaben aber auch noch nicht gemacht. Ich laufe nämlich wild durch die Pokémon-Welt und sorge für das Schulprojekt. Also, ich arbeite an diesem Schulprojekt. Du weißt doch hoffentlich, wovon ich spreche, oder? Du weißt doch, seinen eigenen Schatz finden und so weiter. Die Hausaufgaben, die mache ich heute Abend. Oh ja, okay, wie auch immer. Dann bin ich ja mal gespannt, wie stark du bist. Hey Marquita, wo läufst du hin? Schau uns doch gerne im Kampf zu. Tja, jetzt ist es weggelaufen. Ich finde es so cool, dass die wilden Pokémon hier drumherum zuschauen oder irgendwie dabei sind. So, Bissangriff. Sehr, sehr stark gegen dieses Psycho-Pokémon, Primova. Und das gleiche wiederholen wir nochmal. Schon ist es besiegt. Tschüssi, Primova. Wunderbar, das hat echt gut funktioniert. Akademie-Schülerin Freya besiegt. Wir sind ja gar nicht in derselben Klasse. Ja, siehst du, allein deswegen kannst du schon bei mir nicht abschreiben. Okay, Pamamo, sag, was du kannst. An welchem Unterricht nimmst du teil? Ich mache den Kampfkurs und den Biologiekurs. Ich wusste gar nicht, dass es bei uns Kampfkurse gibt. Aber gut, wir sind in der Welt der Pokémon. Die meint wahrscheinlich Kurse, in denen man mit Pokémon kämpft und nicht so karatemäßig als Mensch. Okay, wir wollten aber eigentlich darunter gehen. Da ist auch eine VM und Skunkapu läuft da unten rum. Okay. Aber wie kann man hier runterkommen, ohne dass wir abstürzen? Menki! Oh, ich liebe Menki. Menki ist auch so ein richtig tolles Kampf-Pokémon. Ah, okay. Und da hinten springe ich mal so quer runter, denn da leuchtet ja auch was. Und das ist... Achso, das ist ja gar nicht der Stein. Okay, ich komme gleich. Was ist hier? Gedankengut. Da haben wir noch einen Fisch. Barschuft. Dich will ich auch noch fangen, aber dann gehen wir zu dem Glitzerding. Barschuft? Wow, Pamamo. Du schwimmst ja im Wasser und stehst nicht auf einer komischen Plattform. Interessant. Oh, Barschuft ist aber auch gar nicht mal so ohne. Es war jetzt so ein Tackle und es hält viel aus. Obwohl ich es mit einem Elektroangriff attackiere. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, okay. Das bedeutet, dass wir jetzt ziemlich schnell einen Pokéball einsetzen sollten, um dieses Pokémon eben zu fangen. Und, wow, fast hätte es geklappt. Ich glaube, ich brauche... Oh nein, Pamamo, komm zurück und erhol dich in deinem Pokéball. Ich glaube, das ist jetzt so eine Stelle im Spiel, wo ich dringend Superbälle brauche. Und dringend stärkere Pokémon oder aber die neuen Pokémon, die ich fange, kommen ins Team. Dann habe ich automatisch ja stärkere Pokémon dabei. Ja, ja, ich werde auch bald wieder neue Pokémon ins Team aufnehmen. Versprochen, versprochen. Und wisst ihr was? Dieser Kampf dauerte Ewigkeiten. Deswegen habe ich jetzt mal vorgespult für euch hier im Video. Und ich fange dieses Pokémon hoffentlich jetzt mit einem Netzball. Okay, es hat funktioniert. Barschuft wurde gefangen. Ja, meine Lieben, wir haben es geschafft. Hat ein bisschen gedauert. Aber, ja, Sonnenuntergang ist auch schön. Sie schließen sich mit gleichfarbigen Artgenossen zu Schwärmen zusammen. Ihre Erzfeinde sind Schwärme von rotlinigen Barschuften. Felix, lieber Felix, du bist unser Barschuft. Coole Sache. Die Nummer 138. Oh, seit wann kannst du schwimmen? Okay, du kannst nicht schwimmen. Ich hab's irgendwie aus dem Wasser geschafft. Oh, da ist Meryl. Hallo, Meryl. Nein, das Glitzer-Pokémon ist weg. Hallo, Glibunkel. Glibunkel, Meryl, da oben ist ein Damm hier, Plex. Schon schön hier bei Nacht. Ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Da ist noch ein Pachiris. Ich flieg mal ganz kurz rüber, auch wenn hier neue tolle Pokémon erschienen sind, weil ich meine Pokémon heilen muss. Das ist jetzt wichtig. Also gut. Die Dame nimmt meine Pokémon kurz in ihre Obhut. Und dann sind sie auch wieder frisch wie aus dem Ei gepellt.
Danke für deine Geduld. Übrigens, ein Hinweis, Profil-App. Interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, was wir mit dieser App machen können. Ich will Abenteuer erleben. Ich brauche keine komische App. Also, was gibt es hier noch? Habt ihr jetzt mittlerweile Superbälle, Freunde? Habt ihr natürlich nicht. Wahrscheinlich auch erst, wenn ich einen Arena-Orden besitze. Na gut, ich nehme mal 11 mit und sage vielen Dank. Tschö mit Ö und auf Wiedersehen. Okay. So, dann, was ist mit dir? Hallo, ich bin von der Pokémon-Liga. Oh, ich habe erst 5 besiegt. Okay, dann komme ich später nochmal. So, hier war ein Pokéball auf dem Boden. Gibt es hier irgendwo noch einen Trainer, den ich kurz besiegen kann? Oh, da in der Nähe ist Mega Man auf meiner Karte. Okay, aber ich will eigentlich darüber gehen. Also müssen wir uns in diese Richtung bewegen. Ja, aber oh, es gibt so viel zu entdecken im Spiel. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Am liebsten würde ich gleich alles gleichzeitig machen. Okay, einfach mal darüber. Und dann können wir ja ganz mutig mit Koraidon da runterspringen. Oder? Geht sowas schief? Ich probier's mal. Karabanga! Voll in den Scheinungshaufen rein. Haha! Entschuldigung, war keine Absicht. So, dann mal los, Pamamo. Zeig mal, was du drauf hast. Oh! Hier können wir gegen einen kleinen Jungen kämpfen. Hallo, magst du kämpfen? Ich hoffe doch mal. Pamamo, beeil dich mal. Wir wollen jetzt kämpfen, ja? Bist du soweit? Pamamo. Pamamo ist noch mitten im Gefecht. Pamamo, wir wollen doch jetzt kämpfen gehen. So, jetzt aber. Hallo, mein Kleiner. Hey! Buh, und? Hat dich das überrascht? Nee, ehrlich gesagt nicht, denn ich habe dich doch angesprochen. Achso, ja, stimmt. Ich bin der Emil. Also gut, los geht's, Sonnenkern. Sonnenkern ist ein Pokémon mit den höchsten Base-Stats. Denn es hat von Anfang an einen hohen Angriff, eine hohe Verteidigung und alles, was wichtig ist. Mein lieber Emil, ich glaube, du verwechselst da was. Sonnenkern ist, ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist, aber eigentlich das schwächste Pokémon im ganzen Pokémon-Universum. Leider. Die Entwicklung da nicht mehr, aber ja, Sonnenkern schon. Tut mir leid. Hat Sonnenkern eigentlich eine neue Entwicklung bekommen in diesem Spiel? Also, ich meine Sonnenflora. Würde sich doch anbieten, oder? So, Pamamo, du bist ja mittlerweile ein Kampf-Pokémon. Demzufolge sollst du mit Armstoß Mobile eigentlich schnell besiegen können, oder? Komm, 3 Treffer mindestens. Yes! Wunderbar! Das ist sehr effektiv. Okay, und damit haben wir mit Pamamo wieder mal etwas geschafft. Mobile wurde besiegt. Akademie-Schüler Emil. Besiegt, ja. Was? Ich hab verloren? Ja, tut mir leid. Aber so ist das Spiel nun mal. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Ich frage mich, ob etwas Gutes passiert, wenn ich mich von hinten an ein Pokémon anschleiche und es überrasche. Ja, man hat dann diesen Überraschungsangriff und das Pokémon, wenn ich mich nicht alles täuscht, wenn ich das bisher richtig verstanden habe, greift im ersten Zug nicht an. Und hier haben wir diesen Geist oder Gift Terra-Kristall. Okay, aber wenn das Gift oder Geist ist, dann tausche ich mal Enton nach vorne. Und dann gucken wir mal, was da ist. Schon wieder Zipurze? Nee. Zipurze haben wir schon. Nee, dann ignoriere ich diesen Stein erst einmal. Oder? Kann ich doch machen. Jetzt gibt es ja aktuell noch diesen Glurak-Stein, diesen schwarzen Glurak-Stein, der irgendwie Mitte Dezember wieder zur Verfügung steht. Aber wisst ihr was? Dieser Stein ist nur dann für euch da, wenn ihr das Spiel schon durchgespielt habt oder schon alle 8 Orden habt, habe ich gelesen. Und da denke ich mir, hey, ich befinde mich gerade am Anfang des Spiels. Ich nehme diese Folge gerade am 6. Dezember auf. Ich habe ja noch nicht mal einen Orden. Also, wo soll das bloß hinführen? Oh nein, jetzt noch ein Steini-Meini. Ich weiß gar nicht, wie ich an Glurak kommen soll. Kann mir irgendjemand früher oder später einen Glumanda züchten? Ich weiß, es wird dann kein Terra-Kristall-Drachentyp haben, aber egal. Hauptsache, ich habe Glurak. Was will ich nur als Modell für mein nächstes Bild? Ich hab's.
dich am Boden nach deiner Niederlage. Das ist aber fies. Wer bist du denn? Ich bin Priscilla. Oh, ich habe eigentlich eine Frauenstimme. Ich habe dich wohl falsch gesprochen. Okay. Ich ändere jetzt trotzdem nicht mittendrin die Stimme von Priscilla und werde sie jetzt weiterhin so sprechen. Okay, los, Hefe. Zeig, was du drauf hast. Bezirzer. Nein, nicht bezirren. Ach so, das zieht nur etwas ab. Ich dachte, das macht doch viel mehr. Mal schauen, wie viel Schaufler abzieht. Ich kann mir wahrhaftig keinen Reim draus machen, weil ich nicht annähernd weiß, ob das ein starker oder schwacher Angriff ist. Oh, der war nicht schlecht. Es geht auf jeden Fall besser, aber schlecht war das nicht. So, und dann will ich sagen, Ruckzuckhieb. Das sorgt auch nochmal für ein bisschen Furore. Und dann haben wir den Kampf auch schon gemeistert. Sehr schön. Künstlerin Priscilla wurde besiegt. Sowohl die Kunst des Zeichnens als auch... Warum ging das jetzt so schnell? Hat zu schnell A gedrückt. Okay, gut. Wir haben sie besiegt. Und da unten... Wow, eine Krabbe! Was bist du denn? Bist du die Entwicklung von Krabi, eine Alternativentwicklung? Ich habe keine Ahnung. Was auch immer du bist, ich werde dich jetzt fangen. Wie heißt du denn? Du machst wie ein Esel, du heißt Klippe. Die gute alte Klippe. Klingt wie so ein kleines Werkzeug. Hey, Richard, ja? Hast du mal eine Klippe für mich? Ich muss hier noch den Putz an der Wand befestigen. Ja, ja, hier hast du die Klippe. Okay, die Klippe. Die werden wir jetzt erst einmal schwächen. Eine Klippe von Typ Stein wahrscheinlich, oder? Oder Boden. Oder Unlicht vielleicht auch? Unlicht, Stein, Boden. Vielleicht ein Doppeltyp, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Kleinsteinverschnitt. So, dann würde ich sagen, Zeit für einen Pokéball. In der Hoffnung, dass dieser sofort reingeht. Dass ich dieses Pokémon direkt fangen kann. Komm, Klippe, Klippe, Klippe. Nein. Verflixt und zugenäht. Klippe wollte sich nicht fangen lassen. Nein, ich bin kein Werkzeug. Ja, du bist kein Werkzeug. Du bist ein Pokémon. Okay, damit bin ich einverstanden. Und lasse mich deswegen auch fangen. Hoffentlich. Warum ist es immer so aufgeblitzt? Egal. Klippe wurde gefangen. Irgendwie ein cooles Pokémon. So, dann wollen wir doch mal sehen, was der Pokédex sagt. Klippe. Dieses Pokémon lauert seiner Beute kopfüber an Klippen hängend auf. Da ihm dabei das Blut in den Kopf steigt, kann es nicht lange so ausharren. Von Typ Gestein. Ich widme es Aaron. Lieber Aaron, du bist unsere Klippe. Sehr schön. Die 249. Dann gibt es hier Heilpuder. Heilpuder, Heilpuder. Kann ja nicht schaden. Und einen Aufwecker. Falls mein Mal-Pokémon schläft. Hä, was bist du denn? Mikrik! Das Pokémon heißt nicht ernsthaft Mikrik. Ich bin wie Mikrik. Ich bin Mikrik. Also Mikrik schreibt man übrigens anders, ja? Nicht so wie dieses Pokémon. Das ist der Mikrik. Der kleine Rick. Oder der Mikrofon-Rick. Mike-Rick. Mikrik. Der Mikrik. Der Mike-Rick. Ich bin der Mikrik. Also, wenn ich dieses Pokémon ins Team nehmen würde, ich nehme es aber wahrscheinlich eher nicht mit, auch wenn es cool ist, dann würde ich es, genauso immer sprechen. Ich bin der Mikrik. Ich bin Mikrik. Ich bin der Mikrik. Mikrik, Mikrik. Ich bin der Mikrik. Ich würde nur noch das sagen. Nur noch diesen einen Satz. Ich bin der Mikrik. Hat er eine Entwicklung? Was ist das denn, ein Schweizer Taschenmesser oder was soll das sein? Mikrik, sein drittes Beinpaar ist eingeklappt. In einer Notlage kann es dank dessen Kraft mehr als 10 Meter weit springen. Könnte echt so ein Pokémon sein. Yannick, ich widme dir dieses Käfer-Pokémon. Mikrik. Aber du bist natürlich nicht... Mikrik. Sondern nur... Mikrik. Also, Mikrik ist Mikrik. Okay, Mikrik, super. Das ist, glaube ich, der Lacher für mich persönlich in diesem Video. Mikrik. So, hallo Fukano. Was für ein wunderbares, anmutiges Pokémon. Schaufler, riskieren, Donnerschock.
Sicher ist sicher. Wir wollen ja nicht gleich übertreiben. Oh, nein, nein. Oh, oh, oh. Ich muss tauschen. Nibor ist aber auch angeschlagen. Lumistra, du musst aushelfen. Mikrik, Mikrik. Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Was für ein cooles Pokémon. Mikrik. Ist es ein starkes Pokémon? Es sah... Naja, Käfer-Pokémon sind immer so unscheinbar. Es gibt starke Käfer-Pokémon. Wie zum Beispiel Sichlor. Aber Mikrik... Na, ich weiß ja nicht. Mikrik ist so... So mickrig. Aber man soll ja kleine Pokémon nicht unterschätzen. So, Fukano, lass dich jetzt fangen mit diesem Pokéball. Pokéball, Pokéball-Action, Pokéball, Poké-Ciao-Ciao. Und wir haben es geschafft. Klasse, Fukano wurde gefangen. Ist das nicht wunderbar? Level 20 für Katze. Katze versucht Samenbomben zu erlernen. Ein viel stärkerer Pflanzenangriff als Blattwerk. Blattwerk von... Kategorie physisch. Ja, passt wunderbar. Schöner Ersatz. 1, 2 und schwupp. Blattwerk. Vergessen. Samenbomben gelernt. Fukano, es ist von Natur aus tapfer und vertrauenswürdig und scheut auch vor Gegnern nicht zurück, die größer und stärker sind als es selbst. Cool. Fukano, du bist Erik. Lieber Erik, du bist unser Fukano. Herzliche Grüße. Cool. Was haben wir da vorne noch für einen Pokéball? Wir haben einen Hypertrank. Starke Sache. Können wir gut gebrauchen im Laufe des Abenteuers. Wobei ich aktuell auch gerne darauf zurückgreife, dass ich ein Flugtaxi verwende, um schnell in ein Pokémon-Center zu kommen. Da haben wir einen Kramurks. Okay. Kramurks. Kannst du nicht... Achso, ja, nee. Mit Kamu sollte man einen Kramurks nicht irgendwie verscheuchen. Kamu ist ja von Typ Elektro. Egal, wir werden früher oder später nochmal die Möglichkeit bekommen, einen Kramurks zu fangen. Also alles halb so wild. Oh, was ist da? Mitten im Haufen. Ein Dummesel. Nein, es hat sich vergraben. Ich war zu langsam. Okay, Pamu, weißt du was? Schnapp dir einfach mal ein paar Kramurkse. Kramurks, wie auch immer. Und oh, da kommt es gleich zu einem nächsten Kampf. Was haben wir da gefunden? Superball anscheinend. Pamu, wie weit bist du denn mit dem Kämpfen gegen Kramurks? Wollen wir jetzt gleich weiterkämpfen? Benedikt erreicht Level 20. Starke Sache. Okay, puh. Hier, ja, Pamu. Ich meine, nicht Pamu, Pamamu. Du bist ja Pamamu. Du hast dich entwickelt, aber siehst immer noch gleich aus. Ich tausche mal gegen, Alexander? Machen wir das mal so. Was hat denn der Gegner? Vielleicht habe ich ja Glück und habe gleich richtig entschieden. Richtig entschieden habe ich allerdings nicht, wenn ich gegen Mehike kämpfe. Nein, bitte keine Pflanzenattacke. Nein. Ach, Sorgensamen. Die sorgen nur dafür, dass ich nicht einschlafen kann. Und ich verliere meine Fähigkeit. Ich glaube, die Fähigkeit ist nur gut oder der Angriff. Um die Fähigkeiten eines Pokémon... Nein, Rasierblatt! Um die Fähigkeiten eines Pokémon verschwinden zu lassen. Ich habe jetzt versehentlich zu schnell A gedrückt. Und der Pfeil bleibt dann nicht bei Flucht, sondern springt wieder nach oben zum Pokémon. So, jetzt aber ein Kampf. Ich drehe gerade meine Runden. Das heißt, ich arbeite zwar aber draußen. Bist du bereit? Ich bin jetzt ein starker Kämpfer. Ich heiße Jonathan. Und das ist mein Leufeo. Oh, Leufeo, das könnte ein sehr, sehr dankbarer Gegner für meinen Alexander hier sein. Ich glaube, es gibt jetzt erstmal einen Katapult. Okay, Leufeo Kurvenews. Nicht sehr effektiv, aber vielleicht schreckt es zurück. Das tut es nicht, Katapult. Oh nein, Leufeo, sei vorsichtig. Dieser kleine Stein ist sehr, sehr stark. Es ist zwar nur ein Kieselstein, aber trotzdem sollte man es nicht unterschätzen. Tja, hast du wohl. Ich habe dich mit zwei Katapultangriffen schon direkt besiegt. Oh nein, komm zurück. Du hast gewonnen. Respekt. Alles dreht sich im Kreis. Uiuiuiui, ich brauche eine Pause. Ja, die sei dir gegönnt, mein Freund. Was gibt es denn hier noch? Ein Pokéball mit... Beleber und ein tiefer Abgrund. Da unten sind auch noch Pokémon unterwegs.
süß, Kramurks. Kramurks ist da unten. Das heißt, dementsprechend gibt es auch ein Kramschiff im Spiel. Oh, hallo Mehikel. Du bist aber ein süßes Vehikel. Ich muss allerdings weiter. Ich habe jetzt leider keine Zeit für dich. Eigentlich suche ich ja dieses Felswand-Pokémon. Aber hier, ja, gibt es so viel zu sehen. Wie schön, wie schön, wie schön. Ah, ja, okay. Also, ich halte schon mal eines fest. Ich werde spätestens nächstes Mal, also wir spielen jetzt natürlich weiter, aber nächstes Mal, spätestens, werde ich mal die Karte zücken und schauen, wo sich denn dieser Herrscher befindet. Ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht, dass wir uns auch ein bisschen Zeit lassen. Einfach aufgrund dessen, weil wir dadurch auch unsere Pokémon trainieren. Mal sehen. Vielleicht sehe ich auch direkt schwarz, weil dieses Pokémon zu stark ist. Aber dann haben wir ein tolles Learning. Also wir können nichts falsch machen. Wir können wirklich nur dazu lernen. Hier haben wir noch diesen mysteriösen Turm. Gut, dass wir auch mal wieder hier nach oben weitergelaufen sind. Da ist Klippe. Klippe und ein Makuhita. Und plötzlich regnet es im Spiel. Hallo, könnte ich ein Picknick machen? Wir befinden uns hier genau zwischen Mesalona City und Bolardin. Ich schnabuliere nun erstmal ein Sandwich und gehe mein Abenteuer dann wieder an. Hier, nimm diese Zutaten, damit du auch im Nu wieder auf Weltreise gehen kannst. Hier, lecker. Aber mal was ganz anderes. Ich habe gehört, in der Nähe soll es eine Klippe geben, die sich bewegt. Ob an dem Gerücht wohl was dran ist? Vielleicht legst du besser ein Päuschen ein. Sonst erschrickst du noch, wenn sich plötzlich eine Felswand bewegt. Ja, ja. Ich will auf jeden Fall ausruhen. Menschen und Pokémon brauchen ab und an eine ruhige Minute, um neue Energie zu tanken. Kommt gerne wieder vorbei, wenn ihr euch ausgelaugt fühlt. Werden wir... Boah, viele Pokémon sind hier unterwegs. Shinux, Makuhita, Klippe und eine Gegnerin. Sowie ein Turm. Wow, aber was ist da oben? Kommt, wir klettern mal diesen Turm hinauf. Vielleicht gibt es da was Schönes zu entdecken. Da hinten ist eine Tankstelle. Von hier oben gespottet. Schön. Das sieht sehr, sehr schön aus. Auch allein mit dem Regen. Boah, gefällt mir echt gut. Bestimmt gibt es Pokémon, die nur bei Regenwetter auftauchen. Und da ist dieser Pflanzen-Terra-Kristall. Okay. Und was haben wir hier oben? Vielleicht nur eine Aussichtsplattform oder gibt es da oben noch was? Wir werden gleich sehen. Eine VM! Cool! Metronom, also eine TM. Eine Schatzkiste! Wow! Nein, eine ein Pokémon! Wer bist du denn? Ein Gierspenst! Oh, bist du süß! Kopfnuss. Ach so, ja, wahrscheinlich ein. Ja, Geist-Pokémon. Kopfnuss funktioniert da natürlich nicht. Okay, cool. Ein Gierspenst, aber nur auf Level 10. Ich hoffe, ich werde es nicht besiegen. Uiuiui, Glück gehabt. Boah, das müssen wir uns fangen. So, deswegen machen wir uns gleich mal auf den Weg und zücken einen Pokéball. Pokéball, los! Gotta catch 'em all. Noah, verflixt und zugenäht. Dieses Pokémon lässt sich anscheinend nicht so einfach fangen. Doch wir geben natürlich nicht auf und setzen lieber mal einen Finsterball ein. Der Ball für dunkle Nächte. Und da es im Spiel gerade Nacht ist, ist dieser Ball auch gut. Oh, cool. Gierspenst wurde gefangen. Sehr, sehr stark. Das gibt ein paar Erfahrungspunkte und einen Pokédex-Eintrag. Gierspenst. Es entstand vor etwa 1500 Jahren in einer Schatztruhe. Wenn Diebe versuchen, den Schatz zu stehlen, saugt es ihnen die Lebensenergie aus. Jasmin, du bist unser Gierspenst. Du bist das tolle, süße Truhen-Pokémon. Die 391, wow. Und eine Gierspenst-Münze bekommen. Auch bestimmt ein Item für tolle TMs. Meine Lieben, wie wird es weitergehen? Tippt auf dieses Video, um mehr zu erfahren. Na dann, bleibt katztastisch.